Vorarlberg bewegt. Vorarlberg live. Herzlich willkommen zu Vorarlberg live, die Nachrichten der Woche an diesem Freitag, den 5. Juli. Wir haben für Sie wieder die V-Plus-Charts vorbereitet mit den Geschichten, die die Vorarlberger am meisten interessiert hat. Außerdem war meine Kollegin wieder unterwegs und hat sich bei den Vorarlbergern umgehört. Aber dazu kommen wir später. Sommerzeit ist auch Festivalzeit und in Bludenz findet vom 11. bis zum 13. Juli das Woodrock Festival statt. Organisiert wird die Veranstaltung von der offenen Jugendarbeit und im Studio ist jetzt Mitorganisatorin Jasmin Wachter bei mir zu Gast. Mit ihr spreche ich über die Vorbereitungen, die Geschichte des Festivals und worauf sich die Besucherinnen und Besucher freuen dürfen. Ja, Jasmin, schön, dass du heute bei uns bist. Wir haben gerade schon gesagt, der Sommer ist so ein bisschen Festivalzeit. Mhm. Auch bei euch geht es jetzt natürlich voll in die Vorbereitung. Ihr seid mittendrin, noch eine Woche, dann geht es bei euch mit dem Woodwork Festival los. Steht schon alles? Wie ist die Nervosität? Ja, also wir sind eigentlich ziemlich gut vorbereitet jetzt. Wir sind natürlich nervös, weil man fragt sich immer, wird das Wetter passen, kommt genug Leute. Wir starten jetzt am Montag mit dem Aufbau. Das dauert dann bis Mittwoch und am Donnerstag geht das Festival dann los. Was müsst ihr da alles aufbauen? Wie kann man sich das vorstellen? Also man kann sich das so vorstellen, dass das ein leerer Platz ist und wir bauen wirklich alles auf. Also Zelte, Tanzböden, die Bühne, das Backstage-Bereich und alles, was so in die Zelte reinkommt, also die Bar, die Ausschank, der Grill, alles wird komplett von uns selber aufgebaut. Wie viel Zeit plant ihr da so ein? Ja, eben, das sind eben die drei Tage, Montag, Dienstag, Mittwoch. Ja. Am Abend gibt es dann noch einen Lichtcheck und dann am Donnerstag sollte eigentlich alles ready sein. Oder wird alles ready sein. Sehr gut. Jetzt ist das Woodrock Festival ja besonders, weil es von der offenen Jugendarbeit in Bludenz organisiert wird. Viele andere sind professionell, in Anführungszeichen, von großen Trägern, von großen Eventorganisationen, Firmen organisiert. Hol uns doch mal bitte ein bisschen ab für alle erstmal, die nicht wissen, was ist denn die offene Jugendarbeit in Bludenz? Die offene Jugendarbeit ist ein Jugendhaus. Wir machen ganz viel Präventionsarbeit, auch mit Schulklassen, aber auch viel in der Freizeit mit Jugendlichen schauen, dass wir ein guter Ort für Jugendliche sind. Und genauso ist auch das Woodrock Festival ein Beteiligungsprojekt. Also das ist die Grundlage für dem Projekt, dass das die Jugendbeteiligung passiert. Ansonsten könnten wir als offene Jugendarbeit das ja auch gar nicht machen, weil das ist eigentlich ein Jugendprojekt. Aus dem aus ist das entstanden. Wir haben ganz viele jugendliche HelferInnen, die helfen uns vor allem im Aufbau von dem Festival und auch ein bisschen in der Organisation. Und auch während der Durchführung übernehmen sie kleinere Jobs. Mhm. Ja. Sind das alles Jugendliche, die auch sonst zu euch kommen, die sonst mit euch zu tun haben? Zum größten Teil sind es Jugendliche, die eigentlich das ganze Jahr im Jugendhaus ein- und ausgehen. Mhm. Was habt ihr sonst da im Jugendhaus für Angebote? Wir haben zum Beispiel Projekte. Es gibt immer ein Radikalisierungspräventionsprojekt zum Beispiel. Da geht es in diesem Jahr werden drei Sendungen, YouTube-Sendungen aufgenommen zu verschiedenen Themen. Das erste war zum Thema Klima. Das zweite ist gestern gerade veröffentlicht worden. Geht es zum Thema Antisemitismus und antimuslimischer Rassismus. Sollte natürlich auch viel Diskurs entstehen. Ansonsten machen wir eben ganz viele Schulworkshops zum Thema Gewalt- und Mobbingprävention und offener Betrieb. Da können die Jugendlichen einfach vorbeikommen, mit uns schwätzen, eine gute Zeit mit ihren Freunden verbringen. Sportangebote machen wir auch immer wieder. Ja, alles Mögliche eigentlich. Ziemlich breit aufgestellt. Ja, stimmt, ja. Ja, mittlerweile gibt es eben jetzt auch seit über 30 Jahren schon das Woodwork Festival. Mhm. Ganz schön lange Zeit, wenn man darauf zurückblickt. Es gibt, glaube ich, nicht viele Veranstaltungen, die so lange bestehen, auch wenn ihr jetzt nicht jedes Jahr stattgefunden habt. Wie kam es denn zur Entstehung? Weißt du das? Also, ich hoffe, ich lüge jetzt nicht, aber so wie ich es verstanden habe, haben sich einfach auch junge, engagierte Leute zusammengetan, die was Cooles auf die Feststelle wollten. Es war immer schon auf dem Platz in Bludenz, in Hinterplersch, bei der Muttersberg-Talstation. Und das hat sich natürlich im Laufe der Jahre verändert. Ja. Mhm.
Was ist heute anders als damals? Auf jeden Fall die Art, wie es aufgebaut ist. Also, dass wir jetzt Zelte und alles haben. Früher war das ein bisschen anders. Und offener, oder? Ja, anders einfach. Ja. Eher wie ein Motorradtreffen, wenn man sich vorstellt, die Hütle, was sie sich denn aufbauen. Jetzt haben wir halt Zelte und so weiter. Und natürlich auch das Genre hat sich der Zeit angepasst. Oder wir versuchen es zumindest. Ja. Mhm. Ja, du hast jetzt gerade schon so ein bisschen angeteasert. Ihr erfindet euch ja jedes Jahr auch so ein bisschen neu. Mhm. Für welchen Musikgeschmack ist denn diesmal was dabei? Eigentlich für alle. Also das war unser Ziel, vor allem auch junge Menschen anzusprechen, aber auch das Woodrock-Publikum, das es seit vielen Jahren gibt, natürlich nicht komplett zum Vergessen. Also wir haben am Donnerstag ist das traditionelle Genre vom Woodrock mit Rock, Punk und Hardcore-Punk. Am Freitag möchten wir eben vor allem junge Menschen ansprechen. Da haben wir Hip-Hop, Rap und auch Techno. Und am Samstag wird es dann alternativ, funkig und auf jeden Fall tanzbar. Was sind die Highlights in diesem Jahr? Die Highlights sind vor allem die jungen Bands, würde ich sagen, oder die jungen Künstlerinnen und die Rapper, die wir haben. Und wir haben hier auch eine Tanzshow, also Hip-Hop- und Breakdance-Gruppen, die zwischen den Bühnenshows, also zwischen der Musik tanzen werden, zwischen der Bands. Das finde ich auch ziemlich cool. Ja. Ja, also abwechslungsreich auf jeden Fall. Ja. Jetzt habt ihr euch ein bisschen zur Aufgabe gemacht, auch immer junge Künstlerinnen und Künstler ranzuholen, die vielleicht auch einfach noch nicht die großen Bühnen hatten, um ihnen jetzt mal eine große Bühne zur Verfügung zu stellen. Mhm. Wie kommt ihr an die Künstler? Wie kommt ihr auf die Künstlerinnen und Künstler, die da bei euch auftreten? Also jetzt speziell in diesem Jahr haben wir im Team intern Booking-Team erstellt mit Menschen aus verschiedenen, also Leute, die sich für verschiedene Musikgenres interessieren. Wir haben hier auch die Jugendlichen gefragt, was für ein Genre sie sich wünschen täten auf dem Woodrock Festival. Und durch das Booking-Team und überlegen, wie könnte man welche Leute ansprechen, haben wir einfach verschiedene Bands angeschrieben. Es ist natürlich auch so, dass wir Booking-Anfragen kriegen und entscheiden uns dann für die verschiedener Bands. Mhm. Und wie läuft das mit der Finanzierung ab? Also die Bands kriegen die Gagen. Mhm. Das heißt, das ist ja auch gar nicht so einfach. Das ist sicherlich dann auch schon eine Vorauswahl, die da getroffen wird, oder? Weil ja, natürlich. Ich kann mir vorstellen, also, dass da manche durchaus... Wir haben jetzt natürlich nicht ein Budget wie ein großes Festival. Also das ist schon sehr begrenzt, muss man sagen. Von dem her können wir jetzt nicht so mega bekannte Menschen auf die Bühne holen. Aber wird dann das Beste. Sag jetzt mal, was wir können. Ihr holt die, die dann in ein paar Jahren bekannt sind oder hoffentlich spielen. Jetzt muss man sagen, leider Gottes, auch wenn man jetzt wieder aus dem Fenster schaut die letzten Tage, das Wetter spielt noch nicht ganz so mit. Es ist nicht so super sommerlich. Habt ihr irgendeine Schlechtwetteralternative? Ja, es ist ein Open Air, oder? Natürlich haben wir auch ein großes Zelt, wo viele Menschen auch Platz haben, wenn es wirklich brutal schifft. Aber es blieb der Open Air. Also man ist draußen und wenn es blöd läuft im Regen, ja. Also heißt einfach Regenjacke, Regenschirm, genau. Alles einpacken. Genau. Und sich darauf einstellen, in Gummistiefeln zu tanzen. Genau. Ja, passt ja auch. Jetzt muss man sagen, in Zeiten von Teuerung und Co. ist natürlich auch die Durchführung eines Festivals wird immer schwieriger. Habt ihr das auch jetzt zu spüren bekommen, dass es da schwieriger wird? Du hast gerade schon gesagt, ihr habt ein begrenztes Budget, aber ja, schränkt das auch die Durchführung wirklich ein? Ja, was wir natürlich auch spüren, dass die Gagen der Bands natürlich auch größer werden, weil die haben ja auch alle Anfahrt und was auch immer. Verpflegung ist natürlich ein Punkt, was teurer geworden ist. Ansonsten Infrastruktur, schauen wir, dass wir jemanden kennen, der uns vielleicht einen guten Preis gibt oder der uns hilft oder wie auch immer. Ja, also abgesehen jetzt von Bands und Verpflegung kann ich jetzt auch nicht so viele Angaben dazu geben. Wie läuft das bislang mit dem Vorverkauf von Karten? Seid ihr zufrieden? Könnte natürlich immer mehr sein, aber es passt. Aber natürlich kann man noch gerne Vorverkaufstickets kaufen, die sind noch viel günstiger als wie denn bei der Abendkasse. Aber es gibt auch jeden Tag eine Abendkasse. Gibt's, ja. Das heißt, man kann auch spontan vorbeischauen, wenn das Wetter dann
der Sonnenschein vom Himmel strahlt. Genau. Du hast jetzt gerade auch schon gesagt, Verpflegung gibt es natürlich auch. Was habt ihr da im Angebot? Wir haben eine Barbecue-Ecke, die wir selber betreuen. Dann haben wir echte italienische Pizza. Und wir haben D-Days Thai-Imbiss. Also wir haben für jeden Geschmack, glaube ich, was dabei. Mhm. Ja. Jetzt ist das Thema Nachhaltigkeit auch ein Thema, was immer groß aufploppt, wenn es da um Großveranstaltungen geht. Habt ihr da auch ein eigenes Konzept? Habt ihr euch darüber Gedanken gemacht? Wir versuchen natürlich so gut wie es geht, möglichst wenig Müll zu produzieren. Mhm. Wir haben auch ausschließlich Mehrwegbecher. Viel mehr haben wir. Jetzt. Naja, aber Mehrwegbecher ist ja schon, ich glaub, schon ein großer Beitrag auf jeden Fall. Mhm. Wenn man auf eurer Webseite schaut, sieht man, dass ihr noch Helferinnen und Helfer sucht. Mhm. Das, was mir dabei aufgefallen ist und für mich erstmal recht lustig klingt, ihr sucht Menschen zwischen 10 und 80 Jahren. Genau. Ziemlich breit, für ein Festival vor allem ungewöhnlich, oder? Ja, es ist ja eben so, weil das ein Beteiligungsprojekt ist, mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen, dass wir eben ab 10-Jährige suchen, weil das normalerweise auch unser Publikum im Jugendhaus ist. Mhm. Ja. Und wie ist das geregelt? Es gibt da ja immer so Arbeitsschutzrichtlinien und sowas. Mhm. Die dürfen dann einfach nur kürzer mithelfen oder wie kann ich mir das vorstellen? Also während der Durchführung schauen wir natürlich, dass der Jugendschutz eingehalten wird. Also wir teilen sie jetzt so nicht so ein, dass sie zu spät nach Hause kommen oder irgendwas. Solche Sachen sind dann relevant. Der Aufbau findet natürlich untertags statt und wir schauen natürlich, dass die Jugendlichen nicht überlastet oder irgendwas sind. Ja. Das ist klar. Jetzt hast du schon gesagt, im Hinterplärsch, man kann natürlich total gut eigentlich mit der Bahn anreisen. Der Blödenzer Bahnhof ist nicht so arg weit weg. Wie schaut es denn aber sonst aus? Wie stellt ihr euch die Anreise vor? Gibt es genug Parkmöglichkeiten? Mhm. Sollen die Leute am besten eh alle mit der Bahn kommen? Ja, also am besten alle mit der Öffis. Es gibt da einen Bus, der rauffährt, aber wir haben nur einen Shuttle eingerichtet. Der dann vom Bahnhof shuttelt. Genau, also in der Hauptseite, bevor die Bands anfangen und nachdem die Bands fertig sind. Es gibt aber natürlich auch bei Muttersberg einen öffentlichen Parkplatz, der mitunter kostenpflichtig ist. Das, ja. Und der wird aber auch an den Tagen zur Verfügung stehen? Ja, auf jeden Fall. Ja. Jetzt schauen wir aber schon ein bisschen weiter. Nach dem Festival ist vor dem Festival? Wird es nächstes Jahr auch einen Woodrock geben? Vermutlich. Es ist so, dass wir die Entscheidung immer im Herbst treffen. Weil es ist natürlich nicht unser einziges Geschäft oder unsere einzige Aufgabe, das Woodrock Festival. Normalerweise entscheiden wir das im Herbst, im September, ob wir im nächsten Jahr wieder eins machen. Mhm. Und dann startet ihr in die Planungsphase. Genau, ja. Das läuft dann eigentlich immer fast das ganze Jahr mit. Im Winter, Ende Jahr oder Anfang nächstes Jahr fängt man nochmal an. Auch mit dem Booking und alle anderen Sachen laufen dann ab Frühjahr. Wie viele Menschen sind so in diese ganz enge Planung involviert? Ja, so 10 bis 12 Menschen. Und ihr macht das ehrenamtlich? Wir sind angestellt in der offenen Jugendarbeit, aber wir haben ca. 100 ehrenamtliche HelferInnen, die mit uns das Festival aufbauen und durchführen und auch wieder abbauen. Dann. Ja. Weil zu 12 könnte man es nicht machen. Nee, das ist vollkommen logisch. Ja. Ja gut, dann bedanke ich mich bei dir ganz herzlich Danke für den Besuch. Und wünsche euch ganz viel Erfolg und vor allem gutes Wetter. Vielen Dank. Danke. Das Gespräch mit Jasmin Wachter wurde aus Termingründen aufgezeichnet. Und jetzt kommen wir zu den Geschichten, die Vorarlberger dieses Woche am meisten interessiert haben. Hier sind die V-Plus-Charts. Bürgermeister Peter Böhler aus Fußach hat überraschend mit sofortiger Wirkung sein Amt niedergelegt. In einer E-Mail an die Gemeindevertretung, versandt von Vizebürgermeister Daniel Mattes, gab Böhler gesundheitliche und persönliche Gründe für seinen Rücktritt an. Er erklärte, nach reiflicher Überlegung sei der Rücktritt für ihn persönlich die einzig richtige Entscheidung. In den letzten Monaten war Böhler wiederholt in die Kritik geraten. Vorwürfe der Opposition betrafen unter anderem das Treffen von Entscheidungen ohne ausreichende Einbindung der Gemeindevertretung und der Bevölkerung.
Trotz der Kritik betonte Böhler in seiner Rücktrittserklärung den positiven Wandel hin zu mehr Gemeinschaft und Miteinander während seiner Amtszeit und zeigte sich stolz auf das Erreichte. Bis zur Wahl eines Nachfolgers übernimmt Vizebürgermeister Mattis die Aufgaben des Bürgermeisters. Böhler dankte bereits im Voraus für ein konstruktives Miteinander während der Übergangszeit. Die UEFA hat eine Untersuchung gegen den türkischen Nationalspieler Merih Demiral eingeleitet, nachdem er beim EM-Achtelfinale gegen Österreich den Wolfsgruß zeigte. Der Wolfsgruß, ein Symbol der rechtsextremen Grauen Wölfe, ist in Österreich seit März 2019 verboten. Verstöße gegen dieses Verbot können mit Geldstrafen bis zu 10.000 Euro oder einem Monat Haft geahndet werden. Demiral verteidigte seine Geste als Ausdruck seiner türkischen Identität. Der Wolfsgruß und die Grauen Wölfe haben auch in Vorarlberg eine kontroverse Geschichte. 2016 kam es zu öffentlichen Konflikten zwischen türkischen und kurdischen Gemeinschaften und 2018 wurde bekannt, dass die Grauen Wölfe gezielt Jugendliche in Gebetsräumen ansprechen. Die Polizei in Vorarlberg ermittelt aktuell in zwei Bezirken wegen Übertretungen des Symbolgesetzes. Sicherheitslandesrat Christian Gantner betont präventive Maßnahmen durch Rechtsbelehrungen. Das Bludenzer Unternehmen Dicoje hat ein kleines, aber feines Tiny House entwickelt, das Nachhaltigkeit und Erschwinglichkeit vereint. Christian Leidinger, Gründer und Geschäftsführer, ist bekannt für seine Zirbenholzmöbel und bringt diese Expertise in das Projekt ein. Das Koje Home ist auf 20 Quadratmetern konzipiert und kombiniert skandinavische Ästhetik mit einem intelligenten Raumkonzept, das für ein großzügiges Wohngefühl sorgt. Besondere Merkmale sind eine integrierte Transporthilfe, eine architektonisch eingebundene Klimaanlage, Fußbodenheizung sowie hochwertige dreifach verglaste Holzrahmenfenster und Türen. Preise für das kleinste Modell beginnen bei knapp 44.000 Euro. Neben dem Haus selbst bietet das Unternehmen einen Rundum-Service an, der bei der Grundstückssuche und der Installation der Punktfundamente unterstützt. Das Tiny House eignet sich als Wohnhaus, Feriendomizil oder Büro und ist dank seiner Mobilität jederzeit umziehbar. Bei der außerordentlichen Jahreshauptversammlung des FC Dornbirn im Clubheim Pavillon stellten sich die Rothosen komplett neu auf. Über 120 Personen, darunter 54 stimmberechtigte Mitglieder, nahmen teil. Noch Präsident Hubert Domig entschuldigte sich für die Fehler im Frühjahr, die zum Insolvenzantrag führten. Er kündigte einen neuen Sponsor und einen Investor an, deren Gelder bereits eingegangen sind. Der Finanzverantwortliche Andreas Genzer gab die Schulden mit rund 700.000 Euro an und plante ein Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung. Gerhard Oels, ein langjähriges Vereinsmitglied, führt den neuen interimistischen Vorstand an, der bereits in die Planungen eingebunden war. Erik Ori bleibt Sportdirektor. Ein internationales Sportmanagement darf künftig 6 Spieler beim FCD einsetzen, um diese weiterzuentwickeln. Am Dienstagabend unterbrach die Finanzpolizei das Public Viewing der EM-Übertragung in der Pizzeria Azzurra in Lustenau. Während des Spiels Österreich gegen die Niederlande betraten 3 Beamte die Küche und überprüften die Ausweise der Mitarbeiter sowie die Registrierkasse. Inhaber Marcel Lerch bestätigte, dass alles in Ordnung sei. Die Gäste bemerkten die Kontrolle kaum, doch fehlte das Servicepersonal. Peter Pregler und Andreas Adam, beide Gäste, kritisierten den Zeitpunkt der Kontrolle, da sie während der Hauptstoßzeit stattfand. Trotz der Unannehmlichkeiten zeigte Lerch Verständnis für die Beamten. Das Finanzministerium hatte im Vorfeld angekündigt, verstärkt Kontrollen bei Public Viewings durchzuführen, um Verstöße im Abgaben- und Sozialversicherungsrecht zu verhindern. Der Escape Room Breakout in Lorenz schließt Ende September endgültig. Betreiber Claudio Bertsch und Lisa Mosbach hatten das Projekt 2020 in Bludenz begonnen, mussten jedoch nach bürokratischen Hürden und einem Investitionsverlust von 20.000 Euro umziehen. In Lorenz fanden sie ein 20 Jahre altes Gebäude, das sich als marode erwies. Trotz eigener Reparaturen war das Gebäude nie in zufriedenstellendem Zustand. Der Neueigentümer plant nun den Abriss, was das Ende für den Escape Room bedeutet.
Insgesamt haben Claudio und Lisa 60.000 Euro in ihrem Traum investiert, ohne jemals einen lukrativen Betrieb aufnehmen zu können. Die sinkenden Buchungen und fehlende Planungssicherheit seit der Corona-Pandemie verschärften die Situation zusätzlich. Claudio, der auch Standortleiter eines Autohauses ist, und Lisa, derzeit in Karenz, haben nun beschlossen, das Kapitel endgültig abzuschließen und den Escape Room zu schließen. Kommen wir zur Umfrage der Woche. Meine Kollegin war wieder unterwegs und hat sich in Vorarlberg umgehört. Wir sind jetzt da gerade im Messepark und wir fragen uns, naja, freuen sich Schüler auf Ferien? Wie schaut's Zeugnis aus? Und was tun sie in den Ferien? So, jetzt freuen euch zuerst mal auf die Ferien. Ja, absolut. Ja, voll, endlich. So, okay. Ja, und ist das Zeugnis gut ausgefallen? Ja, einigermaßen. Bist du zufrieden? Ja. Ejo. Okay. Haben da schon Pläne? Haben da irgendwas, das ihr fix wissen, das machen da? Ferialjob und halt in Urlaub gehen und Freunde treffen und so und ja. Ja, also ich gehe auch in Urlaub und mache auch Ferialjob. Ich freue mich drauf. 4 Wochen oder wie lange machst du? Ich mache 3 Wochen Ferialjob. Okay. Und du? Ich mache auch 3 Wochen. Ah ja, gut. Ja, wie finden wir momentan das Wetter? Das ist nicht so sommereinstimmend, oder? Nein, nicht ganz, aber es ist eher so wechselhaft, deswegen manchmal ist es schön, manchmal halt nicht, aber ist okay. Das ist immer gut noch manch. Ja, zurzeit ist jetzt nicht das Beste, aber im Sommer hoffentlich nur schönes Wetter. Und freust du dich auf den Sommer? Freust du dich auf Sommerferien? Ja. Schau, ist das Zeugnis gut? Ja, ich denke schon. Ja, das ist gut. Hast du irgendwelche Pläne, also irgendwelche fixen Sachen, die du im Sommer ganz sicher machst? Ja, also ins Schwimmbad gehen und Fußball spielen, aber so ist es eigentlich nicht. Und einfach chillen wahrscheinlich, oder? Ja, du hast recht, du hast recht. Freust du dich auf die Ferien? Ja, und nur auf die neue Schule. Ah gut, wechselst du gerade, oder wie? In Sportmittelschule. Ja gut, und ist Zeugnis gut? Ja, finde ich schon. Ja, bist du also zufrieden? Ich ist jetzt das Beste, aber man kann damit lernen. Das würde ich auch sagen. So, Etza, freust du dich auf den Sommer? Also was passiert im Sommer, auf das du jetzt richtig gut freust? Ich gehe wieder nach Italien, weil das letzte Mal war man erst vor 8 Jahren oder so und dann gehen wir ins Meer schwimmen und die Hinua-Lager, da gehen wir ane und übernachten in Zelten. Mal cool, also Ferienlager und mit der Mama in Urlaub oder mit der Familie in Urlaub. Mhm. Und dann gibt es noch ins Real Madrid Camp, zum Beispiel für Fußball, weil ich interessiere mich dafür und ich ist schon mein Traum, Fußballer zu werden. Freuen ihr euch auf die Ferien? Ja, schon. Ja, mal schon. Und das Zeugnis passt halbwegs? Doch, ich bin zufrieden. Mal, ist gut. Okay, gibt es im Sommer jetzt irgendetwas, auf das ihr euch total freuen? Also wo ihr sagen, so, boah, das ist jetzt richtig notwendig oder auf das freue ich mich richtig crazy? Ja, ich gehe mit meiner Freundin nach Costa Rica. Ja. Ich gehe mit einer Freundin auf Italien. Hey, voll cool. Und haben wir sonst irgendwas vorgegangen? Auf Szene oder so irgendwas? Ja, ich hatte Karten, aber ich muss es verkaufen wegen Costa Rica. Nein, ich gehe nicht auf Szene, aber ich gehe nach vorne 2 Wochen auf Dänemark. Halle. So, jetzt gut dir der Sommer. Freust du dich auf die Ferien? Ja. Okay, und ich zeige dir so halbwegs gut ausgefallen. Bist du zufrieden? Ja. So. Okay. So, Etza, was machst du im Sommer? Auf was freust du dich im Sommer ganz besonders? Aufs Reiten. Reiten tust du? Ja. Und sonst noch? Auf die Freizeit und ausschlafen. Gehst du in Urlaub? Das noch nicht. Ah ja. Ja, super. Okay, und hast du vor, dich mit den Freunden zum Treffen oder haben da irgendwie etwas geplant, dass da in irgendeinen Park gehen oder so? Ja, meine Freundin schläft wahrscheinlich bei mir. Ah ja, gut. Ja, super. Das war's schon wieder für diese Woche. Im Anschluss noch das Wetter mit der Vorschau aufs Wochenende. Ich hoffe, wir dürfen Sie nächste Woche wieder um 17 Uhr auf Voll.at und Ländle TV begrüßen. Bis dahin einen schönen Abend und machen Sie es gut. Guten Tag und willkommen beim Wetter. Am Samstag sorgt der Südföhn am Vormittag für sonnige Verhältnisse. Gegen Nachmittag sind Schauer und Gewitter zu erwarten, die bis in den Abend hinein anhalten und teils kräftig ausfallen können. Die Höchstwerte steigen dennoch auf 27 Grad. Der Sonntag wird voraussichtlich unbeständig und trüb.
Die Sonne zeigt sich kaum, es bleibt meist dicht bewölkt mit häufigen und teils kräftigen Regenschauern und die Temperaturen erreichen bis zu 20 Grad. Am Montag deutet sich eine Wetterbesserung an mit sonnigen Abschnitten und sommerlich warmen Höchstwerten um 25 Grad.